So, ein herzliches Willkommen hier zu der Metze, zu der Metze Cup Format. Zu dem Metze Der Cup Format. Der Metze Metze Cup. Metze Cup. Mit dabei ist die iEndings. Hi. Der uns jetzt sagt, was ist die erste Begegnung? Nigeria gegen Italien. Ja, die letzten zwei Spiele der Gruppenphase. Oh, die Nigeria Italien. gegen Italien und dann Schweiz gegen Elfenbeinküste. Um deine Frage von letzten zu beantworten. England hat noch eine Chance. Und zwar, wenn Nigeria heute 6 Tore kriegt. Beziehungsweise wenn es eine Tordifferenz von 6 ergibt für Italien, dann ist England weiter. Dann darf aber die Elfenbeinküste kein Unentschieden spielen oder Okay. gewinnen. Ich sehe da gerade, ich habe das schon schön brav vorbereitet gehabt. Ansonsten ist das ein Duell Elfenbeinküste gegen Nigeria. Nigeria hat den Vorteil mit einem Punkt mehr und der besseren Tordifferenz gegenüber der Elfenbeinküste. Dich habe ich im Kader gehabt, genau. Ich habe glaube, die Italiener spielen nicht mehr, habe ich meinen Kader schon im Bord gehabt. Guten Abend. Du gib ihm. So schaffen wir die 6 Tore. Also, Liebe die Fußballfreunde, ich letzten zwei begrüße Sie Plätze herzlich zu diesem heutigen Spiel hier im Allianz Stadium. machen sich jetzt eben diese vier Sollte Mannschaften es zu aus, Unruhen sitzt auch heute wieder wobei einmal eine der es eben nicht mehr selbst in der Hand hat mit Bundesliga. England. Und heute eine wirklich interessante Partie. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Oh, da ist natürlich Okay, einiges drin in Controller. dieser Partie. Warte. Das ist jetzt eine Chance. Controller ist wieder. Hat sich abgemeldet. Guten Abend. Gucken wir auf die Weiter. Formation. Hier ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. So, jetzt soll Doch, es wieder kann man gehen. sagen. Okay. Naja, hat sich gerade ausgeschaltet, mich im Ballbesitz Haben die war. beiden vorne drin und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Na gut, dann neuer Start hier. Was für Lauf kommt jetzt ins Abspiel? Da ist die Chance. Gute Parade. Und Nigeria zeigt mal, in welche Richtung sie hingehen wollen. Onkel, das bitte Das auch ein kann bisschen. gefährlich werden. Mann. Ja, der Schuss jetzt. Gute Aktion, Spiel raus. Ja, Ferracci. gute Ping. Immer 74. noch 0-0, aber er war 74. ja fast der erste Treffer. Ein super Ding vom Keeper. Und erneut läuft der Angriff. Das könnte durchaus wieder gefährlich werden. Für ihn ist das hier die Premiere, Buschi. Und wir haben es ja alle gelesen. Wir haben die Schlagzeilen gesehen. Die Erwartungen sind groß. Oh Wie siehst du fuck. das? Viele Experten waren ja der Meinung, das Team hat eine Sorry, ich habe einen etablierte Liste. Spieler spielen, der noch nicht Der spielberechtigt ist, sehe ich gerade. Außenverteidigerposition, da haben sie jetzt Na mal na, Interesse Mann. nachgelegt und er ist ein super Neuzugang. Der Dann habe ich vergessen auszunehmen. Tüte schon. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Insigne flankt. Wenn wir uns Ball ist wieder wechseln. weg nach dieser vielversprechenden Du Aktion. bist. Ich bin schon. Hä? Was tun schon? Auf der Position habe ich jetzt halt Und jetzt niemanden. ist der Platz da. Alter. Noch ist die Chance da. Gefahr erstmal bereinigt. Der bei dem alle war Steff. Oder war Stempo. Na egal. Bis der bei Defensive 90 hatte. Bis der bei.
Sorry, den habe ich übersehen. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Machen wir alles vier. Gleich wird hier ausgewechselt. Vielleicht die Führung jetzt. Stark. Ich würde sagen, der Trainer feiert sich jetzt. Den Ball volle nimmt mit ganz viel Mut und Power und das zahlt sich aus. Ein wunderschönes Tor. Erste Aktion ist mal schon nicht so gelungen. Okay, hast du gesehen, Dominik hat auch geschrieben gehabt. Nein, habe ich nicht. Das heute, ob wir spontan heute Zeit haben zum Zocken. Ich kann auch gar nicht lesen. Habe ich gar nicht gesehen. Alter, was ist mit dem Internet los? Die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Oder wen hast du da jetzt eingewechselt? Spielt jetzt Zaniolo wirklich hinten? Ja. Hast du wirklich keinen anderen? Nein. Was dann will ich jetzt bitte? Ich muss dann wahrscheinlich Konsole auch nochmal neu starten. Das Internet ist furchtbar. Also das Spiel. Es tut immer kurz einfrieren, weiter. Kurz einfrieren, weiter. Kurz einfrieren, weiter. Ja, wird das Internet was haben, nicht das Spiel. Ich sage mir auch, dass das eben mit der Party zusammenhängt, mit diesem Internet. Was meinst du? Na, da, warum du manchmal nicht in die Party kommst, weil sie sich nicht verbindet. Das kann sein. Guter Schuss jetzt. Was eine Chance, Latte! Aus dem Angriff wird also nichts. Kein Tor in dieser Szene, wir haben es gesehen und vor allem auch gehört. Aluminiumtreffer. Er zieht ab. Macht er richtig gut, weil er einfach das Auge hat, weil er genau weiß, wann er hechten muss. Genau das macht ihn auch so stark. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Er passt gut auf und hat den Ball. Ich bin immer überlegen, ob ich nicht Chileni probieren sollte, wirklich dann als ZOM zu spielen. Ja, warum nicht? Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Super abgewehrt hier. Alter, teilweise ist wirklich Connection rot, dass man anzeigt. Lorenzo Insigne. Alles offen. Sie können sich da hinten befreien. Aber hast du gar keine Verteidiger mit bei Italien? Ja, oh ja, aber der ist 53er Tempo. Simon. Den kann ich im Flügel nicht brauchen. Na gut, aber ja, ich muss sagen, zwei Aktionen jetzt über rechts und zwei Tore, also. Jetzt kommt die Flanke rein. Weiß es nicht, was da besser jetzt ist. Aber er kann ausatmen aus dieser Szene, wird erstmal nichts. Man, Zaniolo kann ja auch keine Def haben oder keine generellen Attribute für Defensive. Ball soll zu Insigne. Zeig jetzt einmal, ich weiß nicht mehr, ich kenne das, ich weiß nicht, aber. Ja. Ich bin zweimal schon falsch gestanden, zweimal zurückgeführt. Die damit schon her, schon wieder. Na, das Match ist eh schon verkackt. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Es wird jetzt hier gewechselt. Schön, wie Sie da die Offensive unterstützen. Alter, das finde ich immer geil, dass es nicht ruckelt. Wenn der Ball weg ist, jetzt muss Richtung Strafraum zu mir kommt, fängt es an zu ruckeln. Und nun Bonucci. Oh. Nein! Okay, Zaniolo sollte ich vielleicht öfter einen Sturm ersetzen. Ich glaube, der hat noch gar keine Spielzeit bei mir gekriegt. Ciao. Der war noch im Spiel, Leute. Da kommt die Ecke. Schön. Die Führung damit 3 Tore.
Kann man nicht sagen, starkes Spiel, starkes Auftreten dieser von Nigeria. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz. Ich glaube, kann man schon sagen, die sichern sich immer den Aufstieg. Hereingabe für Immobile. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem. Aber ist er dann noch eine Halbzeit? Abseits. Ja. Da habe ich nicht einmal einen Farbbruch, oder? Ja, ja, Unordnung in der Mannschaft. Sie laufen aus dem Abseits zurück und dann dieser Pass, dieser schwache Pass. Also, das geht besser. Balleroberung. Was macht er da? Völlig unbedrängt läuft er mit dem Ball ins Aus. Werde. Da hätte ich gar nicht gewusst, wie viele rote Zeichen es gibt, Alter. Das war so, wie viele rote Zeichen es gibt. Auf wie viele rote Zeichen für schlechte Internet-Connection. Achso. Ja, hast du irgendwas runternehmbar? Call of Duty oder so? Danke. Na gut, so einfach ist es geklärt. Vergessen. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht aus dem Spiel raus. Warum? Weil ich das jetzt abbrich. Aber du fliegst ja nicht raus. Machst du immer schnell mit. Drei Updates gleich, Alter. Bist du wieder drin? Weiter, die Nahten ja. Sind zu Beginn dieser zweiten Danke. Vorne, so kann es aus ihrer Sicht sicher gerne weitergehen. Ja, Doppelwechsel bei. Danke, Alter. Jetzt Nigeria. Geht's. Ich dachte, dass das gedrosselt wird. Nein. Das ist natürlich harmlos. Ich wurde noch nie gedrosselt. Das war ungefährlich. Andrea Pirlo. Rafael Toloi. Ball ist bei Ferrati. Geht dazwischen. Aber es ist auch gleich der Beweis, dass es wirklich wegen dem Internet auch wegen der Party liegt. Mhm. Nein, wo ist mein? Auch Italien muss sich sammeln für die EM. War auch absolut nicht ihr Turnier. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Ah, das frühe Stören, das zahlt sich auch. Du oder Pass? Ich sehe ehrlich auch nicht, gedacht, dass sie so abschneiden. Der Ball kommt an den kurzen Pfosten. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Ja, total schwache Leistung, die Italiener. Da muss sich was ändern, taktisch. Und mit Kolumbien eben dann, wenn so jetzt ändert, also wenn sie keinen Punkt machen, das zweitschlechteste Team. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Ganz sichere Parade. Das war dann doch deutlich. Drüber.
Ich hätte jetzt eh schon langsam, dass wirklich nur mehr Spieler von dir kommen, eigentlich. Achso. Heute auch wieder, oder was? Ja, heute kann Balotelli rückspielen. Balotelli? Ja. Schon eine starke Karte, den haben wir jetzt schon viele gemacht, weil ich habe alle meine 84 jetzt verkauft, endgültig. Okay. Gleich 50 auf einen Schlag. Und hast du geschaut, was man machen muss? Wahrscheinlich nein. Nicht. Nein. Gutes Pressing jetzt. Ich habe noch gesehen, auch Haller ist. Ah, stimmt, Haller war gestern, ja. Ja. Der war auch eben auch nichts mit. Nein, Italiener total schwach, Alter. Ja, überall zwei Beine haben wir da. Mit der Galerie schön spielt. Kurze Ecke jetzt. Wilfrieden Didi. Da geht er volles Risiko mit dieser Grätsche im Strafraum. Alter, jetzt rennt die Immobilie nicht. Ich war auch nicht Immobilie. War nicht? Kann, okay. Kann er nicht rennen. Das war wichtig. Lässt sich nicht verunsichern da. Oh! Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Sie versuchen es. Concili ohne Probleme. Kohli auch nicht sicher heute. Zambrotta. Werde. Nein, Daniel muss sich überdenken, bis zu ihm einiges. Sind eigentlich gar nicht so spielerisch stark in, schwach ins Turnier gestartet, aber irgendwie. Bam, dort Kopfschmerzen. Ja. Ist alles kaputt. Gutes frühes Stören. Na, die Taktik muss ich noch ordentlich überarbeiten, glaube ich. Das muss es was sein. Boah, das ist schon. Voll genommen. Ganz starke Szene. 4:0. Auch Musa darf nochmal jubeln. Ja, da hat er geheißen 6-0 müssen screenen. Die nicht, das ist wurscht. Achso. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Kommt Kieser. Kann ich wenigstens 84er auflösen, die ich weg haben will. Für SBCs. Was kannst du? Da kann ich dann wenigstens in die SBCs die stecken, die ich weggeben möchte. England, Italien. Achso. Hast du Italien auch welche am Schirm? Oder hast du auch ja. So viele neue? Na, auch am Schirm, welche mir mich dabei weggibt. Macht da gut Druck. Ein super Trick und der klappt auch noch. Vielleicht die Konterchance. Oh, Alter. Ist es das? Klasse Konter, aber kein Tor. Es wäre fast so weit gewesen. Das war ein guter Spielzug. Und nun Chiellini. Ballverlust Chiellini. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Das ist Immobile. Ich glaube, ich habe nicht einmal einen gescheiten Torschuss gehabt. Nein, ohne einen von Sanjolo. Generell aber auch kein Vorkommen, also es war
tot, weiß. Ja. Stärkste Bewertung, Chilini 6,4. Sagt alles. Na, Satz mit X, das war auch nix. Italien, muss man sagen, verdient raus. Ich meine, das war sie eh schon, aber verdient raus. Ich glaube, als Schützen hier vor uns gehen. Für die Engländer meinst du? Ja. Upsi. So, was denn? Ich tue jetzt gleich wieder mit den Italienern an. Schweiz gegen Elfenbeinküste. Jetzt geht's ums letzte Ticket. Also da, bei dem überlege ich mal wirklich Haller. Der hat jetzt eh wieder sein Comeback gegeben, habe ich gelesen. Ich glaube, das spielt er auch heute. Nickel muss ich immer wieder tauschen, das Dress. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie bei richtig schönem Wetter im Allianz Stadium. Willkommen zu diesem Spiel. Ich bin Wolf. So, Elfenbeinküste braucht den Sieg. Schweiz reicht natürlich das Unentschieden. Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Oh. Von der Schweiz hat es, glaube ich, auch jetzt schwarze Karte gegeben. Zu machen. Also nicht schwarze Karte. Oh. Schweiz hat's doch, glaube ich, auch SBC gegeben. Nein, das ist nicht SBC, Ziel. Okay. Ah, ja, oh, er war schon. Rodriguez, ja. Linksverteidiger. Mhm. Aber noch zu schwach. Ah, okay. Aus dem nicht spielen. So. Da kann er ihn stoppen. Nein, ist eine Silberkarte. Das war eine stärkere Silberkarte, aber ich bin zufrieden dann raus mit Motombo. Okay. Er steht hier heute vor seinem schon stark genug. Man erhofft sich wirklich eine Menge, aber wie siehst du das? Was traust du ihm in diesem ersten Spiel zu? Das Team hatte ja nach Ansicht vieler Experten nur eine echte Schwäche, nämlich auf der Stürmerposition. Das hat sich jetzt geändert. Mit ihm sind sie da natürlich deutlich stärker. Jetzt die Chance zum Führung. Ah, Shaqiri. Na, Schweiz natürlich jetzt über Konter. Werden sie es probieren, defensiv spielen? Geht gut dazwischen. Baum. Der Baum ist gefällt. Heute. Zakaria. Ah, genau. Oh, der Zakaria ist Schweizer. Mhm. Krass. Der ist Zakaria.
Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Pass kommt nicht. Alter. Chalan Shaqiri. Könnte die Führung werden. Schön. Ja, jetzt genutzt die Aktion, ein Fehler im Aufbau. Elfmeinküste sichtlich nervös. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das hat sich jetzt erstmalig gerecht. Ball geht direkt zum Gegner. Nun Shaqiri. Oh, Alter. Okay. Scheiße, ist alles egal. Nicolas Pepe. Gib dem was. Boah, schön. Shaqiri ist stark bislang in dieser Partie. Er kann es machen. Er ist noch heiß. Chance vielleicht, Abwehr ist da. Stark! Alter. Ciao, Leute, Alter. Ciao, Elfenbeinküste. Habt ihr nichts verdient, Alter. Könnt ihr wieder Teller waschen gehen. Bei der Einwerbung sollte man das T und mit ein S ersetzen. Und dann hat er Zeit, dann kann er den Ball annehmen und sich die Ecke aussuchen. Na schon gemacht. Spielstand 2:0, im Moment läuft es. Bei der Einwerbung sollte man was? Das T mit ein S ersetzen. Bei welcher Werbung? Bei deiner am Rücken. Butmat hast du da stehen. Achso. Butmas. Butmas. Das ist ein Bier. Echt? Mhm. Budermas, Budmas. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Können Sie was draus machen? Alter. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Ah, aufstützen, haben wir schon gern. Setzt sich klasse durch. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Cassie. Oh, schön. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Der Abschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können Sie den Ausgleich noch schaffen. Schön gesehen, der Mann. Da lasst sich dann nicht irritieren. Ich glaube, Zaha war's. Zaha, ja. Macht sein erstes WM-Tor. Da war jetzt einmal die Lücke. Schlecht ist eine Mannschaft nicht. Ich habe auch schon viel gezeigt. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Und man muss sagen, es waren eigentlich nur sehr, sehr viele Fehler am Anfang, die es eigentlich zu diesem Tor gebracht haben. Und wie die Yellow Card. Oder? Okay. Klarer Fall, Ball ist im Aus, mit Abschluss. Ich fühle mich okay. Kann man mal machen, ne? Ah, ja, das wäre natürlich was für Sie, das Weiterkommen. Das Resultat ist genau das, was Sie sich erhofft hatten. Da fehlen jetzt noch zwei Tore. Sehen Sie nur noch der Schlusspfiff dabei. Nicht wirklich schön für den neutralen Zuschauer, auch nicht für die Heimfans und wir hören, dass sie unzufrieden sind. Frank Schwarz auch bis jetzt ein sehr unangenehmer Gegner. Ein Sieg, zwei Unentschieden in dieser Gruppe, also auch noch so gesehen ungeschlagen. Alter. Und bissig. Könnte noch ein sehr spannendes Duell sein hier. Der
Und langsam scheint Elfmann Küster aufzumachen. Gibt auch den ersten Wechsel. Ja, was kann man hier machen? Da war mir nichts, weil die Pause aus ist. Die Spieler sind zurück, die zweite Hälfte beginnt. Schönes Zuspiel. Wow, das war stark. Hüstöpfer, also der, wer den Pass gemacht hat, oder der hat meinen größten Respekt jetzt. Das war eh, glaube ich, Drogba. Und Drogba ist in den Lauf gestartet. Also, so meinst du das? Den Mittelfeldspieler meinst du? Ja, sicher, weil der war ja genial gepasst zum Aufreißen. Das weiß ich jetzt nicht, wer das war. Aber das war wow. Das muss man. Das war wirklich schön. Auch von dir natürlich, das hast du schon gesehen, aber auch genau wirklich schön gepasst. Ja. Ja, 2:2 und somit ist es wieder sehr, sehr spannend. Und jetzt ja, Touré. Ja, vielleicht Touré. Dann traut man sowas zu, jetzt Drogba. Oh. Aber dann musste ich machen. Boah, Gott sei Dank, keine Karte. Das war eben wieder der Elfedi. Ja, aber ich musste da jetzt dazwischen rutschen, weil. Weiter. Das war jetzt bitter. Aber 2:2 war wirklich wunderschön, muss ich sagen. Das war wirklich der perfekte Pass, genau in dem Moment, wo die Abwehr quasi rausgestartet ist. Mhm. Nehmen wir es auf. Ja. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Kein guter Pass. Muss Einwurf geben. Ja, und wachgerüttelt, kann man sagen. Sie können den Pass unterbinden. Da sind Mitspieler frei. Nicolas Pepe. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute. Zaha, der ist richtig gut drauf heute. Ecke kommt rein. Schuss zum Konter jetzt. Das könnte was werden. Granit Xhaka. Das war eine gute Chance. Oh, Gott sei Dank.
Kessi. Nicolas Pepe. Zugemacht, ganz souverän. Oh. Gott sei Dank. Was hat die bis jetzt eigentlich immer vertrauen, damit man die jetzt auch wieder vertrauen? Hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Sie stehen sehr hoch. Wow. Das zahlt sich hier aus. Ja, passt auf. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Jetzt können sie den Angriff starten. Könnte der Ausgleich sein. Oh, Tabakovic! War dann doch zu halbherzig. Immer für Gefahr da. Weg natürlich. Das Alu steht dem Ausgleich im Weg. Da wäre es fast passiert. Da wären sie fast wieder drin gewesen in diesem Spiel. Na, Schweiz muss aber jetzt genauso drücken. Viel Risiko nehmen. Jetzt wird es sehr, sehr schwer für die Schweiz. Touré hat es wieder vorgelegt. Warum wieder? Sein erster Assist dann. Stimmt. Sagt er wieder. Seine Spieler ist nur mehr hochloben. Legende muss man hochloben, Alter. Ist aber keine Legende. Nein, ist nicht Legende, das ist Hero? Nein. Ja. Ah, in seinem Verein, da ist er schon Legende. 4:2, 6 Treffer haben wir ja bereits gesehen. Kommen Sie nochmal ran! Das hätte gefallen. Gute Aktion. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel, nutzen die Chancen, die sich bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Na, man muss sagen, Elfenbeinküste brav gefangen, nach diesen großen Anfangsschwierigkeiten dann gezeigt, was sie eigentlich wirklich drauf haben. Schweiz dann zu locker gewesen. Kurz vor dem Schlusspfiff steht hier eine deutliche Führung für die Gastgeber zu Buche. Sie sind überlegen, zwei Tore Führung. Oh, warte, was für eine Chance. Das Zangaria. Rein in dieses Spiel, nur noch eins. Jetzt 10 Minuten jetzt noch. Beeindruckend. 7 Tore insgesamt. 4:3 der Spielstand. Alter. Zu dem habe ich gar nicht gezeigt. Die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Alter. Das gibt's nicht. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Fast der späte Ausgleich. Aber das Geständnis im Weg. Das war Pech. Und jetzt läuft ihm die Zeit davon. Wilfried Zaha, ganz stark gemacht. Nein! Stark Sommer. Schießt nicht. 6 Minuten sind noch zu gehen. Dennis Zakaria. Canan Shaqiri. Könnte der Ausgleich werden. Ah, Shaqiri. Starke Form heute. Zaha und Shaqiri, die beiden Matchwinner. Auf den Seiten.
Oder? Stark. Ja, Elfer, oder? Ja. Oder? Das war aber faul, Alter. Vorhin. Da bin ich mir nicht sicher. Was von hinten, Alter? Yes! Schmeckt Also, der hat den von hinten gelegt, Alter. Nein, nicht gelegt, glaube ich. Da ist, glaube ich, beim Kopfball sind beide hoch und er ist nach hinten geflogen. Das gibt einen Einwurf. Sie schalten auf Angriff hoch. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Nein. Alter. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Sie gehen dazwischen. Frank Yannick Kessier. Nein! Oh, Gott sei Dank! So, da kommt der Pfiff. Weiter geht's mit der Verlängerung. Scheiße. Was für ein Match! Shaqiri und Zaha, die Matchwinner auf beiden Seiten in dem Fall. Der Glücklichere ist es dann. Boah! Ja, bitter natürlich für die Elfenbeinküste. Übers Ganze gesehen natürlich unverdient dann eigentlich ausgeschieden. Aber ja, die ersten 20 Minuten leider nicht da gewesen. Ja, somit ist die Gruppenphase beendet. Wir machen auch gleich einen kurzen Zwischenstand, wie das Tor und so ausschaut. So, also momentan Torschlüssel führen, das sind Kuhne und Mertens mit 9, vor Nunes mit 7, vor Ligankin und Eto'o, Long und Drogba mit 6, Morientes, Felix, Touré mit 5, bei den Assists sind es dann Suárez und Toko Ekambi mit 4, Long, Felix, Leao, Moore, Kamada, Füllkrug, Jairzinho, Alhazard, Lineker, Götze mit 3. So, und dann, wenn du ready bist, können wir gleich reinstarten. Dann werde ich erstmal die Frankreich gegen Irland. Schwere Entscheidung. Du nimmst Ghana. Ich nehme Frankreich. Puh, gegen Long. Aus dem Grund, nachdem er eh verletzt ist und er eh nicht spielen wird, entscheide ich mich jetzt diesmal für. Für Frankreich. So, also erstes Duell um das Ticket ins Viertelfinale. Ah, der ist zwei Spiele verletzt. Ja, dann war er gleich Auswechslung. Ah ja. Liebe Zuschauer, willkommen im Allianz Stadium. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Und Ihnen zu Hause sicher auch. Das wäre jetzt einmal eine Schrecksekunde gewesen. Wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Oder?
Nein, wirklich? Hat er jetzt wirklich berührt oder? Nein, drüber geflogen. Das habe ich mir jetzt nicht genau gesehen. Werden wir sehen? Oh, okay. 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 Das ist nicht so gemein. Scheiße. Ja, Doppelschlagsekunden jetzt für die Franzosen. Wirklich Glück. Gleich dazu. Hat er denn echt berührt? Bisschen hat er. Ein bisschen. Für ihn ist das hier die Premiere, Busch. Wir haben es ja alle gelesen. Wir haben die Schlagzeilen gesehen. Die Erwartungen sind groß. Wie siehst du das? Sie wollten im Mittelfeld. Oh ja. Stark. Der Name spricht für sich. Bislang waren die Erwartungen schon groß. Jetzt. Ja, aber Frage, die ersten 10 Minuten noch nicht da. Jetzt die Irländer, die aufs Gas treten. Ja, und jetzt noch drin. Das rächt sich. Was für ein Start, was für ein Debüt. Da sah er alles andere als gut aus. Ja, das Tor geht auf seine Kappe. Schön gemacht. Sie sind jetzt also in Führung. Man merkt, du schwimmst mit Frankreich. Mom. Bäh. Achso. Das war ich nicht mehr. Keine gute Befreiung hier. Conte. Ball kommt an, gefährlich. Gute Chance eigentlich. Na, jetzt muss Frankreich auf jeden Fall was zeigen. Noch genug Zeit auf jeden Fall, aber man darf die hier nicht so weiterspielen lassen. Ballverlust jetzt erstmal. Ja. Boah, Ideen sind gute da. Könnte der Ausgleich sein. Nicht drin. Ja, mein Papier mal. Williams. Oh. Jetzt kann das Tor fallen. Noch ist die Chance da. Oh, wie bitter. Alter. Wie bitter. Da hätte ihn gar nicht aufs Tor köpfen, glaube ich. Ich glaube, da hat voll daneben köpfen. Da. Da der Pick, Eigentor. Ach, soll aber gerade auskommen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Ja, Frankreich meldet sich zurück. Das ist natürlich dann bitter. Gerade gegen auch eben so einen großen Nation dann so ein Tor zu kriegen. Rahman Baba wird Einwurf geben. Aber noch merkt man nichts von dieser großen Nation. Boah. Schade. Wow. Das hat viel zu lange gezögert, dann hättest du gleich machen müssen. Ja, gleich mein erstes. Ja, stehst vorm Tor. Gute Aktion. Puh, aber wieder Glück für die Franzosen. Danke.
Die Chancen sind da, keine Frage. Okay, taktischer Wechsel. Leider. Was war das, der Fall ist? Aha. Okay, das ist okay. Schön. Aber sie machen zu wenig draußen. Das muss natürlich besser werden. Sie wechseln aus. Williams. Jetzt die Flanke. Die Flanke holt er sich. So, Aschebong ist einmal draußen. Ja, starker Pass. Mbappé! Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht. Nein, Mbappé, das ist sehr gefährlich, teilweise über die linke Seite. Weiter geht es. Hoppa. Mit einem Einwurf. Euler. Er holt sich vorne den Ball. Ja, nicht so sicher, der Baba heute. Wie er da hingeht, gibt Einwurf. Stark nur zum. Oh. Jetzt die Flanke auf Mbappé. Er bringt den Ball nicht raus. Euler. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Süß. Guter Versuch. Ich glaube fast, da war zu viel. Nein, die französische Offensive noch nicht richtig warm geworden, bis auf Mbappé. Und damit sind sie am Ball. Mbappé lässt sich nicht stören. Hereingabe jetzt. Sie können klären. Da hören wir den Pfiff. Ja, glücklich dieses 1:1. Für die Franzosen. Wir auf jeden Fall wechseln. Dreifach Wechsel. Das heißt, du bist sehr zufrieden mit ihnen. Ja, offensiv gar nicht, aber defensiv finde ich es nicht so schlecht. Ja. Machen es brav, aber offensiv eigentlich nur über ein paar B und das ist zu wenig. Dafür gibt es zu viele, die da gestartet wollen. Du haben heute auch überraschend Spaß. So, Mbappé jetzt in Sturm gerutscht. Lässt sich nicht vom Ball trennen, Mbappé. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Jetzt nimmt Dembélé neu. Und Ginola. In Sturm. Gut, wie er den Ball abblockt. Und Fekir soll die Bälle, ja, da müssen Sie aufpassen, verteilen. Weiter. Oh. Ups. Sehr gute Entscheidung. Ginola. Ja, ist jetzt schon mehr Wumms, die ersten paar Minuten. Der Ball streift die Latte und geht ins Aus. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Rahman Baba. Williams.
Vielleicht die Schusschance. Die Fans sind schon. Was macht die Abwehr da? Gute Parade, aber da schon. Schön abgestaubt, Chiassi. Ja. Führung erneut für Irland. Gerade in der Tragephase der Franzosen. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Boah. Den Ball holt er gut verteidigt. Danken. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Gefährlich, der Steilpass. Klasse! Oh, ja. Jetzt wollte ich den Heber machen, dann macht sowas, Alter. Den fangen sie ab. Oh. Ginola. Oh. Oh. Ginola. Steppert, oder? Mit dem Ausgleich. Auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Ihren Kämpfen rackern und beißen. Und es sind auch nur mehr gut 25 Minuten zu spielen. Enorm enges Spiel, auch was den Ballbesitz angeht. Boah, schön. Ja. Ja, Ginola! Alter. Doppelpack! Mal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Ich glaube, wenn du nicht nachgegangen wärst, werde ich noch drankommen. Ja, ja, dann sicher. Aber du bin ich gleich voll nachgegangen. Ich habe gesehen, dass du nicht reingezogen hast. Oh, nochmal Ginola. Das ist ein vielversprechender Pass. Ah, das ist natürlich nachlässig. Abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das Abseits, dann sortieren sie sich neu. Und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Ja, das war zu wenig. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Da passt es. Ja. Alter. Hoppa. Das sieht nicht gut aus. Ball draußen wird Einwurf geben. Dembélé lauert da. Und dann ist vor. Der ist motiviert heute. Hätte eine Frage werden sollen? Ich glaube, da will eine Startelf. Ja, wirklich. Er passt gut auf und hat den Ball. Ah, ein Papier im Sturm wieder, nichts gezeigt, ich glaube. Da gehört hier aus dem Flügel, meine Franzosen. Wow. Genau deswegen liebe ich diese Spielansicht, oder? Da sieht man urweit. Alter. Alter. Na, das ist einfach. Wäre im Abseits gewesen? Nein. Also nicht angekommen, was wir noch gerade zum Halb aufstehen. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Und da zeigt der vollen Einsatz mit.
mit Erfolg. Er hat den Ball. Ah. Okay. Die sind nervös. Nun sagen Sie ihr mit dem vielleicht Quäntchen mehr Glück und vielleicht mit dem bisschen besseren Abschluss. Jetzt gibt's einen Einwurf. Da kommt die Flanke. Ja, den muss er besser klären. Oh. Stark geblockt. Starker Zweiger. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Nein. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Ne, ich glaube, das war's. Paillet. Ah, schade. Ah, das war keine gute Aktion. Die Chance jetzt. Boah. Cinola legt noch mal drauf. Eine Weltklasseleistung. Boah, der war stark. Mhm. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn, bei ihm klappt heute wirklich alles. Das ist der Schlusspfiff, das war's für heute. Ja, Gratulation an die Franzosen, haben zwar keinen guten Start erwischt, haben dann aber doch ihre Klasse aufblitzen lassen. Das stimmt, gerade überhaupt dann in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, was sie drauf haben. Kurze WC-Päuschen. Und dann geht's doch gleich weiter mit Österreich gegen Schweiz. Du nimmst England. Ah, habe ich dir gar nicht gesagt, bei dieser, weißt du, bei dieser 80er SBC, wo du diese 100 Mal machen kannst, habe ich Alaba bekommen. So. Alex, bei dieser 80er ist bis hier, wo man die 100 machen kann, habe ich Alaba gezogen. Stark. Weißt du, was ich welche SBC du meinst, aber trotzdem stark. Ah, die du 100 Mal machen kannst. Ah, war schon, okay. Oder einen Spieler eigentlich immer nur kriegst. Ja, war schon. Das, wo du auch die, wenn du die SBC abschließt, einen Bonus bekriegst. Mhm. Liebe Zuschauer, willkommen im Allianz Stadium, willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann. So, erstes Viertelfinal-Ticket ist gesaved an Frankreich. Zwischen den zwei Alpenländern entscheidet sich das nächste. Heidi, Heidi. Es ist eine gute Gruppenphase gespielt. Schweiz auch, wie wir wissen, noch ungeschlagen. Startet
Ja, ja, Gott sei Dank. Sie verlieren den Ball. Er nimmt sie direkt. Boah, stark. Aber es bleibt wohl gefährlich. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Demir. Guter Vorstoß da jetzt. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Boah. Den hat er wohl. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Österreicher tut man sich auch schwer, wo soll man verbessern, was soll man verbessern momentan. Eine leichte Aufgabe, aber wenn man sich so umhört, dann sagen trotzdem alle, das könnte ein sehr interessantes Spiel werden. War ja immer wieder zu hören, dass sie im Sturm noch was machen wollten, konnten auch Topmann holen, den haben sie bekommen und was für einen. Und das gibt der Mannschaft völlig neue Möglichkeiten. Platz. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Richtig. Ja, das ist jetzt die Schwarze, die Gefährlicherin. Am Ball jetzt Arnautovic. Klasse gehalten eben. Der Ball. Boah, Wahnsinn. So bleibt es beim Unentschieden. Die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Clever gemacht, gute Aktion. Ja, guter Stein. Boah. Gehalten, aber der Ball ist weg. Alter. Schön. Sabitzer! Wenn du verzogen hast. Mhm. Tja, irgendwann triffst du dich. Gott sei Dank jetzt. Ja, denn seine Position wackelt sowieso nächstes Jahr. Bei der EM. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da bekommt er Unterstützung. Wan-Bissaka. Flanke kommt in die Mitte. Den würde ich auch jetzt nicht gerne machen, hatte die SBC. Mal schauen. Jetzt kommt die Ecke. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Weiterer Eckball für sie. Rashford. Kostet die? Ball wird hier erstmal geblockt. Wie viel sie kostet, weiß ich nicht, aber du musst drei Teams reinstecken. Ein 85er, ein 84er und ein 83er Team. Boah, zu lange gezögert. 62. Na, der ist da jetzt schon stark, finde ich. Und ich glaube, zwei Teams auf die Weg-Karten musst du reinstecken. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Schön. Was für eine Chance. Oh, mit einer tollen Parade. Ben Schilder. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Tolle Parade. Boah, oh, starke Parade. Ja. Schweiz zückt wieder. Diese Reflexe sind unfassbar. Im Moment sieht es ganz gut aus. Sie erarbeiten sich Chance um Chance, aber die Chancenverwertung, da hapert es. Sie warten auf die Führung.
Die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Chance zur Führung. Schön. Boah. Schön. Das war eine große Chance. Anderson. Eigentlich die englische Mannschaft wird urkrass umgebaut. Da bleibt kein Stein auf den anderen, Alter. Irgendwie schade, aber. Ja, ur viele neue Spieler. Da machen sie der Defensive die Arbeit leicht. Zu leicht. Chance zur Führung. Da ist er klasse rangekommen. Ich könnte beide IVs könnte ich austauschen. Zentrales Mittelfeld könnte ich austauschen. Dazwischen können und wollen ist ein Unterschied. Oder machen. Ja. Dann kann das Tor fallen, aber so nicht. Das hat er geahnt. Der Keeper hat diesen Ball. Wan-Bissaka könnte ich wechseln. Den Wechsel könnte ich auch immer wieder. Aber ob es besser ist, weiß ich ja nicht. Ja, das weiß ich eben nicht. Das muss ich eben rausfinden erst. Bissaka könnte ich auch alle eben austauschen. Genug Österreicher. Boah, schön. Marcel Sabitzer. Bellingham Upgrade. Hereingabe kommt. Was hat er für ein Upgrade? Aber bekommen Sie ihn auch raus? Habe ich ja diese WM-Leihspieler. Nicht WM. Future? Oh ja, WM. Die WM-Karte habe ich, Leihspieler. WM, okay. Glaube ich die 92er-Karte. Daniela, gut, dass das gerade 1000er Basel war. Na, lass mal so, lass mal so. Jetzt ist die Pause vorbei, es geht weiter mit Hälfte 2 hier im Allianz Stadium. Hoppala. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Pass kommt nicht an. Das sieht vielversprechend aus. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Oh, dann Arnautovic. Danke. Oh, das war's trotzdem nicht, so zu viel jetzt. Er hat ja die Star Power, dass er Arnautovic raushauen kann. Genau. Das ist das Positive. Dies ist das Positive. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Sie wechseln aus. Ah ja, der Burgstaller. Staller. Ah, keine gute Aktion. Oh. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Ja, mal gezeigt. Okay, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Keine Frage für mich, hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen, das ist eine Fehlentscheidung, das war mindestens gelb. Sie wollen die erneute Führung. Ecke kommt in die Mitte.
dazwischen. Schön abgeblockt. Und noch eine Ecke. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Oh. Das war jetzt auch grenzwertig. Das war sehr grenzwertig, aber ich glaube, das war schon zu viel Drama dran. Er muss doch sitzen, oder? Stramm abgezogen, aus der Entfernung eine bessere Chance kommst du nicht mehr. Na, jetzt muss mal der Ball rein. Anderson. David Beckham. Zu nachlässig, unnötiger Ballverlust. Also mit David Beckham, Legende, komm ich nicht wirklich klar. Gute Aktion. Welchen hast du da? Den mittleren. Rashford. Weiß jetzt auch nicht, welcher das ist. Bitte? Weiß jetzt auch nicht, welcher das ist. Baumgartner. Ich glaube 89, oder? 89. Ja. Schon ein bisschen mehr. Ja. Ich finde die Garde noch nicht so gut. Na, der ist zart, bis der in die Gänge kommt, einer. Na gut, der ist auch nicht schnell. Beckham war ja auch nicht schnell. Das ist halt ein Ballverteiler, vor allem in die ja, Team of the Season. Und die 92 ist auch schon stark vom Ballverteilen, aber. Gibt es Einwurf. Leider. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Hereingabe jetzt. Boah, schön. Die Möglichkeit jetzt. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Das gibt es nicht. Man lässt so viel aus. Rückstaller, ciao. Nein. Scherz. Schwarz und Leben auch, aber. Man lasst einfach zu viel aus. Nicht normal. Chance, aber das ist natürlich schwach. Timing hat nicht gestimmt. Stones. Sie müssen den Ball abgeben. Oh, es wird zu stark. Jetzt hat er den Ball erstmal wieder. Das auch. Oh. Der ist zwar schnell, aber nicht so schnell. Super durchgesetzt. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Die Vorteile beim Ballbesitz liegen in den letzten 15 Minuten bei den Nutmegs. Und Chancen haben sie auch. Aus meiner Sicht dauert es nicht mehr lange. Wo spielst du bei Cam im Zentrum? Jetzt habe ich ihn ins Zentrum gegeben, ja. Außenflügel packe ich ihm nicht. Naja gut, Außenflügel will ich auch nicht spielen. Dann normal. Ja. Mit 89 ist das seine Stammposition mit der... Ich weiß, aber ich will ihn trotzdem spielen. Er hat ja den Bruder trotzdem nicht für das. Ich hab auch die andere Karte. Da ist er... ZM. Ich glaube, er ist immer sonst RMA. Viele andere hat er sonst der ersten. Na, bei einem ist er wirklich ZM. Das war ja. Bis auf der ersten, sonst ist er immer RM. Aber siehst du, jetzt habe ich zwei am Flügel, wie der wegzieht. Na gut, Schnelligkeit ist wieder was anderes. Nein! Ist nicht euer Ernst jetzt. Das gibt es nicht. Wo will einer nicht, dass die weiterkommen? Es wäre die Führung gewesen, das Gestänge hatte was dagegen.
Das gibt's nicht. Oh. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Und den Freistoß können Sie jetzt. Man nutzt die Feen oder Schwarz einfach nicht aus bislang. Traurig. Österreich-Problem. Ja, wirklich. Die haben sie realistisch dargestellt. Was? Da, das ist der Nachteil, weil du keinen richtigen Goal hast, weil so das ganze Team trifft normal. Ja. Also, das ist das Problem bei solchen Mannschaften dann, dass du dann einen Hänger hast, und dann kann er. Dann ist wurscht, wer den Ball kriegt, er kann ein richtiger Stecher. Das muss er besser machen. Da wäre Platz für einen Kotter. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Oh. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Was für eine Chance. Guter Ball, aber... Bam! Das ist unglaublich. Na, es sieht nach der ersten Verlängerung aus. Na. Vorne jetzt die Balleroberung. Guido Burgstaller. Stark gearbeitet. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Alter. Jetzt geht es verlängert. Ja, so. Man muss es so probieren. Buchstaller geht wieder. Letzte Hoffnung. Auf Kielak. Und jetzt läuft die erste Hälfte der Verlängerung. Boah. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg, er hat den Ball. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Das war aber Abseits, oder? Ja. Natürlich jetzt dann auch eine Kraftsache bald. Ja, das war überhastet. Der Pass kommt zu früh. Da machen sie der Defensive die Arbeit leicht. Zu leicht. Alter Beckham. Ich kenne den 89er jetzt nicht so gut. Aber zum Beispiel der 92er finde ich, das ist ein richtig starker ZOM. Ein ZOM? Ja, finde ich schon. Aber was der, der kann sich ja auch gut Bälle verteilen mit den Attributen und so. Schön durchgesetzt. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereit. Der Totti, ja, der ist sowieso RM. Deutlich. Was ist mit RM? Der Totti, der ist auf jeden Fall RM, glaube ich. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Vom Beckham oder was? Ja. Wir reden ja über Beckham. Ah. Oder reden wir jetzt über den anderen? Tschüss! Boah! Da habe ich jetzt schon gesehen, das verdient er für Österreich. Der hat jetzt nicht geschossen, Alter. Ah, es ist wieder ein Lucky Punch, wenn es einer wird. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist er da. Vor allem, die Österreicher haben es schon am Fuß gehabt in Form vom Elfer eigentlich. Oh, ja, die haben schon mehr als nur den Elfer am Fuß gehabt. Das leere Tor auf die Latte.
Ja, das ist halt die Frage, wie löst euch da jetzt das Kind, dass sie solche Konter kriegen zum Beispiel? Oh, Alter. Oh, Alter. Boah. Aber wie schön, Alter, von Stange zu Stange. Ich glaube, da wäre wahrscheinlich was gelungen, wenn er noch im letzten Moment reingegangen würde. Ich habe ja Angst, wenn ich jetzt so hinrenne, dass der den irgendwie deppert ausreinhaut, stolpert. Na gut. Noch ein Wechsel. Nein, ich habe keinen Wechsel. Nein. Physisch schon entweder ins Elfmeter schießen stellen oder nochmal nach vor. Das ist die Frage, wie es die Mannschaften hier anlegen. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Könnte die Führung werden. Sehr präzise, boah, aber knapp neben das Tor. Nein, nein. Chris Willock. Vielversprechender Steilpass. Sie machen zu. Nein, geh hin! Alter. Hoppi. 8 Minuten noch. Die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Er schießt. Ganz sicher. Ballverlust. Also ich glaube, ich werde Badländer mal testen bei den Engländern, weil der lässt mir immer zu viel aus. Einfach vorbei. Ja, das ist halt doch der Nachteil der Probahn, ist ja größer halt. Ja. 5 Minuten sind es jetzt noch in der Verlängerung. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Oh. Oh. Was für eine starke Aktion. Das wäre der Rückschlag. Tonne, Alter. Den kannst du wirklich nicht Tonne haben, Alter. Na gut, da ist man stark für dich. Nicht lange. Ein Stellungsspieler auch ein gutes. Zweimal jetzt schon so in den Lauf gemein. Aber Abschluss. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Was wird das erste Elfer schießen? Oder? Ja. Da will nichts mehr ran. Gleich schon. Ecke kommt rein. Die Verlängerung ist durch. Und ja, es wird Zeit für die Entscheidung. Der Meter steht an. Drin ist er. Er macht sich bereit, den Elfmeter auszuführen hier. Und macht er hier richtig gut. Klasse verwandelt. Der Druck ist enorm, natürlich, bei diesem Elfer. Toll gemacht. Scheiße, das ist nicht drüber gegangen, Alter. Schön verwandelt. Hauen entschieden damit wieder. Bam, das tut weh. Die sind auf ihn gerichtet. Wenn er den jetzt reinmacht, gewinnen sie dieses Spiel. Ja. Schweiz ist durch. Setzig im Elfmeterschießen durch. Oh, spannend doch. War spannend, ja. Das Match war unnötig spannend, aber auf beiden Seiten.
Somit Schweiz bleibt weiterhin generell ungeschlagen. Österreich trotzdem zufrieden, aber man hat gewusst, dass das sich irgendwann reichen wird. So, Abschlussspiel würde ich sagen. Mhm. Argentinien gegen Japan. Sorry. So, eine Umstellung gibt es hier bei den Argentiniern. McAllister wird nicht von Anfang an spielen. Willkommen im Allianz Stadium. Hat man sich für ein bisschen eine defensivere Variante entschieden. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolfuß und Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine spannende Partie. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Boah! Super Start. Das war ein super Start. So, weiter geht's in diesem Spiel. Stark Japan. Stark Kamada. Der hat wirklich ein super Turnierspiel gesagt. Sehr gutes Timing. Ja. Jetzt natürlich Japan nicht so viel Stress. Er hat die Chance. Boom! 2-0 wieder Kamada! Wieder schön gespielt. Schön gespielt, cool. Aber die Argentinier machen es ihnen auch zu einfach, attackieren nicht gut. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Lassen hier die schnellen Spieler zum Zuge kommen. Alter. Ball kommt in die Mitte. Und damit war es das erstmal da hinten. Ja, da sind wir wieder beim üblichen Problem, defensiv. Argentinier schon das ganze Turnier nicht stabil. Dann jetzt mal Argentinier mit der ersten gefährlichen Möglichkeit. Das sah gut aus. Ja, Wolf, ich glaube auch, die können hier noch mal rankommen. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Guter Vorstoß jetzt. Flagge jetzt. Boah. Tanaka. Und Messi. Ja, vielversprechender Start. Boah, schön. Nein. Eine Riesenchance, da müssen sie mehr draus machen. Unfassbar. Takuma Asano. Naja, sollten sie ausscheiden, kann ich endlich die 84er Karte hergeben. Vom Goli. Die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Oh. Jetzt der Schuss. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Sie holen sich den Ball.
Oder. Ah. Ja, Japan merkt, da geht was. Sie sind eben nicht so stabil da hinten. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Pech, der ah. Kamada. Erfolgreich gegrätscht. Alvarez. Viel Übersicht bei diesem Pass. Boah, schön. Messi, und mit dem Treffer zeigt Anschluss. Warum sie ihn geholt haben. Jetzt wollte ich die Maria nicht wieder schießen lassen. Schön. Asano! Immer ein Gang! Ja, aber die wissen, an was sie arbeiten müssen, die Argentinier. Ich glaube, mit einer halbwegs stabileren Defensive sind die sicher unter den Top-Favoriten. Dann offensiv wissen wir ja. Und haben wir auch in dem Match schon gesehen, wie schnell es gefährlich wird. Lionel Messi. Da muss er hin und holt sich den Ball. Und jetzt der Schuss. Schuss kommt nicht durch. Er bringt den Ball auf den langen Pfosten. Nein! Die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Zu jetzt. Jetzt, wenn das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird, dann wird's eng. Das könnte es sein. Oh. Wir halten, aber wir schauen weiter genau. Nein. Den Kopfball trifft er einfach. Ein bisschen das Glück fehlt doch. Die Nutmegs sind bislang beim Ballbesitz hinten, aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Der Ball erstmal abgefangen. De Paul. Das frühe Stören jetzt. Oh, sowas darf man natürlich nicht provozieren, Alter. Jetzt der Steilpass. Steilpass kommt an, machen Sie gut. Parade kommt aber weiter Gefahr. Er geht dazwischen. Ganz alleine. Und ich glaube, da haben Sie diese Situation unbeschadet überstanden. Und aus! Messi kann den Ball nicht im Spiel halten. Schönes Zuspiel hier. Abseits überhaupt keine große Aufregung. Gefahr ist erstmal bereit. Schade. Das war knapp. Den Laufen. Das gibt es nicht. Nein! Kairo! So, kurze Pause. Ja, aber da kam noch was drin und für die Argentinier. Ja, man sieht es auch. Statistik ganz deutlich für die Argentinier. So spricht überhaupt nicht dem Spiel wieder. Durchgang 2 also in diesem Spiel mit einer Führung für die Nutmegs. Legen wir jetzt wieder los. Klasse Aktion da.
Ballverlust jetzt erstmal. Takuma Asano. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Ballverlust. Gute Balleroberung hier. Oh. Takuma Asano. Da ist die Flanke ins Zentrum. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Montiel. Den Zweikampf führt er sehr gut. Boah. Cardi. Messi mit dem Ball. Correa. In der Mitte Messi. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Die Chance für den Konter. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Er spielt steil. Boah. Stark Goli heute. Alter. Auch starker Mada. Die Szene eben. Also den Ball muss er erstmal halten. Hat er klasse gemacht. Und es gibt den. Kamada stark. Der will das hier. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Jetzt kommt die Flanke. Die Gefahr erstmal bereinigt. Messi mit dem Ballverlust. Die Nutmegs haben in diesem Spiel öfter den Ball. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment verdient. Auch jetzt haben sie hier wieder den Ball. Sieht vielversprechend aus. Er kann klären. Wieder verlieren sie den Ball. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal geklärt. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Di Maria. Da ist Correa. Wichtig. So, die letzten 15 Minuten noch. Gute Aktion. Ball ist auf. Anna spielen das wirklich schön ruhig runter. Bislang. Übersicht bei diesem Pass. Da hätte mehr drauf werden können. Sah gut aus. Das ist zu wenig von den Argentinern bislang in der zweiten Halbzeit. Alter, yes. Goli, geh doch hin! Geh doch hin, du scheiß Wichser Goli, Alter! Ich glaub nicht, dass das der Goli seine Schuld ist. No, aber zu weit für Goli. Muss rausgehen, Alter. Ja, aber das ist noch zu weit. Aber das dürfte es gewesen sein. 4:1. Argentinien war zu harmlos, zweite Halbzeit. Schauen wir uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke. Na okay, vielleicht doch. Dann lässt sich das nicht nehmen, wenn er aus
dachte, er kann weiter rüber. Ah, das hat leider ihm gehört. Aber war halt auch wieder keiner bei ihm, trotzdem von Lapa. Nur ein Auswurf. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Ja. Oh, war wieder Abwehr komplett halt. Wieder defensiv verhalten. Leider kostet den Argentinien dieses Turnier sehr viel, dieses Defensive. Weiß nicht, ob es taktisch oder an den Spielern liegt, aber defensiv. Und ja, das Pressing war auch überhaupt nicht. Zweiter hat sie, wie gesagt, gar keine Gegenwehr quasi. Er erzwingt den Ballverlust. Ja, mit der Schnelligkeit, mit der Spritzigkeit sind sie nicht klargekommen von den Japanern. Ja, da gibt's gute Anspielstationen. Alter. Das könnte eng werden, hat er schon, gell? Da steigt er wieder zu hart ein. Der Schiedsrichter hat keine andere Wahl. Nein, da muss er erneut gelb zeigen. Es ist die zweite und damit geht er vom Feld. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Ja, weg ist der Ball. Nämlich so nichts. Ich gebe dann keine Zweikämpfe, gar nichts. Das war ja, zweiter Halbzeit ist überhaupt auch kein Pressing, ich weiß nicht, was du für eine Taktik jetzt fährst mittlerweile, aber es hat überhaupt gar keine Gegenwehr mehr. Ich habe den Ball da hin und her schieben können ohne Druck. Ja, na, ich habe gar nichts umgestellt gehabt, weißt du, das ist ja das Traurige. Na gut, dann weißt du, warum kein Druck dahinter war. Wenn du nichts umgestellt hast. Weil normal, wenn du zwei da hinten bist, musst du ja Gas geben, dann. Mhm. Dann bringt nichts. Einfach abwarten spielen oder normal weiterspielen. Ich habe da nicht mehr so den Zug aufs Tor gehabt. Sondern ja. Du wolltest dann immer mit diesen Flanken probieren, weil ich gesehen habe, die stehen immer schön drin. Ja, trotzdem war schön, Leute, heute. Ja. Es geht voran. Erster Favorit draußen, leider. Wie es weitergeht, seht ihr das nächste Mal. Genau. Also, auch bis dahin. Gut. Hallo, ciao, Baba.